Moin Moin, du bist im Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Albo und herzlich willkommen zum 7. Teil auf dem Heidschnuckenweg. Wir sind hinter Soltau und passieren heute Wietzendorf. Es regnet die ganze Zeit, aber es ist trotzdem schön draußen und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Meine Freunde, mittlerweile habe ich Wietzendorf passiert. Ja, das ist knapp 17 Kilometer hinter Soltau. Ja, wenn man dann, wie viel ich hinter Soltau gestern noch war, mit einberechnet, habe ich heute knapp meine 15 Kilometer. Hätte jetzt noch 2-3 wandern. Ja, und dann suche ich mir auch schon mal langsam einen Lagerplatz. Wir haben auch schon wieder nach 16 Uhr, was da liegt, dass ich mir immer morgens viel zu viel Zeit lasse. Ja, die Passage war bis jetzt regnerisch. Also ich muss sagen, die ganze Zeit regnet es immer wieder. Mal doller, mal weniger, aber es regnet auf jeden Fall die ganze Zeit. Naja, ich werde noch ein bisschen wandern, mir einen kleinen Lagerplatz suchen und dann sprechen wir uns nochmal. Ja, das ist das neue Zelt, das ich ausprobiere. Habe ich mir deshalb geholt, weil es länger ist. Denn im anderen
das 2 Meter lang ist, ist wegen der Schräge, kommen meine Beine dann so ran, meine Füße besser gesagt. Und das ist jetzt 2,35 lang und da drin kann ich ohne Probleme schlafen. Es hat ein paar kleine Vorteile, ein paar kleine Nachteile gegenüber dem anderen. Ein Vorteil ist, es kostet nur 10 Euro. Ja. Es wiegt ein bisschen weniger. Dafür ist es schwerer aufzubauen. Man braucht auf jeden Fall Heringe zum Abspannen, ja, sonst funktioniert das Ganze nicht, weil das ist nur eine Mittelstange, sonst kippt die so zur Seite weg. Dafür ist der Boden zum Beispiel deutlich dicker und noch andere Kleinigkeiten. Wenn euch ein Review zu dem Zelt interessiert, dann findet ihr das nicht bei mir, sondern bei Toffer BOS. Ich hoffe, ich denke dran, den guten Mann mal zu verlinken. Der hat nämlich von Grand Canyon, von dem ich ja auch schon vorher den Schlafsack hatte, so eine kleine Review gemacht. Und in dem Video kommt auch noch der Schlafsack als kleine Review dazu. Das heißt, es ist so eine kleine Anfänger-Einstandsmarke. Finde ich ganz gut, die Produkte, die halten nicht ewig, aber bieten für den Anfänger und auch teilweise für den Fortgeschrittenen, denn der seine Ausrüstung nicht zu hart ran nimmt, auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Ja, genug auf jeden Fall. Heute bin ich den Abschnitt von kurz hinter Soltau bis nach Wietzendorf bin ich jetzt, glaube ich, vorbeigelaufen. Ja, Wietzendorf. Ich bin jetzt so knapp 2 oder 3 Kilometer hinter Wietzendorf. War ganz schön. Wen es interessiert, man findet auf jeden Fall unterwegs Supermärkte zum Einkaufen. Ich kann mir vorstellen, dass der Weg im Sommer deutlich hübscher ist als jetzt gerade. Und das liegt einfach daran, dass diese ganze Felderwirtschaft natürlich im Winter flachgelegt ist. Ja? Beziehungsweise im knappen Frühlingsanfang, den wir ja theoretisch gerade haben. Das heißt, alle Felder sind abgemäht, sehen schrecklich aus und du guckst eigentlich auf so trostlose abgemähte Felder. Zur anderen Seite sind dann halt immer Nutzwälder, die übrigens auch ganz schön sind. Also das ist nicht das Thema, vor allem mit dem Regen und dem saftig Grün ist durchaus eine Überlegung wert. Ich würde aber diesen Abschnitt auf jeden Fall empfehlen zu gehen, wenn auf den Feldern etwas ist. Ja, nicht einfach nur trostlose Felder anzugucken im Prinzip. Es hat den ganzen Tag geregnet. Der Regen hat mich auch hier und da ein bisschen klamm, ja, unter meine Klamotten reingefressen, so ein bisschen. Es geht. Ja, also mir geht es halbwegs in Ordnung. Mir geht es ganz gut, muss ich sagen. Und ich freue mich jetzt auf einen entspannten Abend. Ich habe heute kürzere Wanderzeit hinter mir. Halt, wie gesagt, knapp 18 bis 19 Kilometer, würde ich schätzen. Und ja, habe mir noch zwischendurch ein bisschen was gekauft, um halt mir den Abend nett zu machen. Ne? Ein kleines Ding, was ein bisschen bemerkenswert ist, ist vielleicht noch, man ist an einem Truppenübungsplatz vorbeigelaufen. Ja? Ich habe mich schon gestern Abend gewundert und dann morgens, dass immer so ein kam. Ja? Und ich dachte erst, das wären irgendwie so Brucharbeiten oder so. Ja? Sozusagen großer Schlagbohrer oder sowas. Nee. Man hat hier wohl einen ziemlich großen Truppenübungsplatz und die haben eine Schussübung gemacht, den ganzen Tag durch. Und man läuft dann an einer sehr geraden, die ganze Zeit laufenden Straße, aber doch hübscher als man denkt, halt die ganze Zeit dran vorbei. Das ist schon ganz interessant. Das Dörfchen Wietzendorf ist auch ganz nett, hatte eine schöne Kirche, ja, die habe ich mir auch ein bisschen angeguckt, aber ansonsten nichts übermäßig Erwähnenswertes. Eine Sache ist mir aber aufgefallen mittlerweile, ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ich glaube, ich bin einmal geradeaus gelaufen, obwohl ich hätte abbiegen müssen. Und habe so das Katzenmoor, heißt es, glaube ich, verpasst. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber später auf dem Schild stand dann da Katzenmoor. Und ich dachte so, hä, wo war denn hier ein Katzenmoor? Hä? Anscheinend bin ich einmal kurz falsch gelaufen, um dann wieder auf den Heidschnuckenweg draufzulaufen. Vielleicht weiß da ja jemand von euch genaueres, aber gut, das ist jetzt halt so, vielleicht gucke ich es mir ja im Nachhinein irgendwann nochmal an, aber jetzt wandere ich bestimmt nicht die 10 Kilometer nochmal zurück. Naja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir noch ein Like da, abonniere mich, dann verpasst du die nächsten Teile vom Heidschnuckenweg nicht und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss. Und hier habe ich sogar einen kleinen Tisch.